Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Stille Nacht, heilige Nacht? Nun, so wirklich still geht es in Familien, in denen ein Kind von ADHS oder ADS betroffen ist, am heiligen Abend meistens nicht zu. Die Kinder spüren unsere Anspannung, die in den meisten Familien nun mal da ist. Geschenke müssen nochmal eingepackt, vielleicht sogar noch besorgt werden. Der Festtagsschmaus muss vorbereitet, der Baum geschmückt werden. Daneben sind die Kids zu betreuen, wenn Mutter oder Schwiegermutter zu weit weg wohnen oder für die Betreuung nicht in Frage kommen. Gleichzeitig führt man Kämpfe um, du musst in deinem Zimmer bleiben, komm in den nächsten 2 Stunden ja nicht raus und sorry, mehr als 30 Minuten mehr auf der PlayStation geht auch an Heiligabend nicht. Und dann soll man einige Stunden später trotzdem in trauter Mehrsamkeit und Harmonie rund um den Baum sitzen und entspannt Weihnachtslieder singen. Schwierig. Denn bei der Bescherung und dem Festtagsbraten schaukeln sich die nervenaufreibenden Situationen erst recht auf. Und nachdem die Nerven bei allen von den stressigen Stunden davor blank liegen, ist ein friedliches und entspanntes Miteinander kaum mehr möglich. In dieser Episode möchte ich euch deshalb eine ganze Liste an Tipps und Tricks an die Hand geben, wie es gelingen kann, den größten Stress zu vermeiden und den schönsten Tag im Jahr doch noch zu einem stillen Fest, zu einer stillen Nacht zu machen. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS, aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Ja, ihr Lieben, bevor es losgeht, noch 3 kurze Hinweise für euch. Diese Folge wird, wie gerade angekündigt, ganz viele Tipps und Tricks enthalten. Ihr braucht aber nicht unbedingt Zettel und Stift bereitlegen, denn ich habe euch unter die Episode in den Shownotes einen Link gesetzt, der Weihnachtstipps heißt. Wenn ihr den klickt, bekommt ihr alle Tipps und Tricks in einem PDF verpackt per Mail zugesandt. Punkt 2 zum Ausdruck Shownotes noch eine kurze Erklärung. Mich erreichen immer wieder Mails, was die Shownotes denn bitte sind. Das sind die kurzen Notizen unterhalb des Buttons, den ihr klickt, um euch die Episode anzuhören. In den Shownotes erfahrt ihr dann in 2 bis 3 Sätzen, worum es in der jeweiligen Episode geht. Und dort gibt es dann auch eine Überschrift, die lautet Links und Ressourcen. Und unter dieser Überschrift gibt es dann meistens Hinweise darauf, was alles zu dem Thema der Episode noch interessant sein kann. Das können andere Folgen sein, die zum Thema passen. Das können Hinweise auf Bücher oder Studien sein. Das können Links zu seriösen Internetquellen etc. sein. Und 3. Punkt, gerade am Anfang dieser Episode werdet ihr euch vielleicht fragen, was die Tipps, die ich euch mitgeben möchte, mit ADHS oder ADS zu tun haben. Aber habt Geduld und bleibt dran, denn zum einen ist es ja nicht so, dass es in Familien ohne ADHS die Probleme aus dem Topf 1 gibt und für Familien mit ADHS die Probleme aus dem Topf 2. Blöderweise haben unsere Familien ja beides, die Probleme aus Topf 1 und 2. Und deshalb sind die Tipps für den Heiligen Abend und die Festtage für nicht betroffene Familien auch für betroffene Familien wichtig. Und zum anderen wird auch im Laufe dieser Episode noch klar werden, warum vieles, das am ersten Blick für alle Familien gilt, in ganz besonderem Maß für Familien mit ADHS wesentlich ist. Gut, meine Lieben, dann legen wir los.
Wie eingangs schon gesagt, das Weihnachtsfest und auch die Vorweihnachtszeit bieten eine breite Palette an Reibepunkten, an familiären Stolperfallen, an potenziell explosiven Situationen. Und wir wollen uns heute mal ansehen, wie man da ein wenig Zündstoff rausnehmen kann. Dazu werden wir aber nicht nur das Fest selbst, sondern auch schon die ganze Anflugbahn dorthin unter die Lupe nehmen. Denn ich möchte euch heute zeigen, dass man schon im September, Oktober beginnen kann, sich auf den großen Tag vorzubereiten, ohne sich dabei zu überlasten. Im September oder Oktober, Anna, ist das nicht ein wenig übertrieben, werdet ihr jetzt denken? Nein, das ist keinesfalls übertrieben, denn wenn man wirklich entspannt in die Vorweihnachtszeit gehen möchte und ein stressfreies Fest verbringen möchte, dann sollte man schon viele Wochen vorher auf einige Dinge achten bzw. ein paar Punkte planen oder erledigen. Und einer dieser Punkte ist natürlich die Frage nach den Geschenken. Ich persönlich habe nach unzähligen stressigen Weihnachten begonnen, ab September zumindest mal aufmerksam dafür zu sein, was in meinem Umfeld für Äußerungen kommen, die ich im Dezember dann in Weihnachtsgeschenke verwandeln könnte. Gegen Ende November schreibe ich dann alle Geschenksideen, die ich schon seit Wochen im Handy, am PC, in meinem Kalender habe, zusammen und beginne mit dem Besorgen der Geschenke. Dazu dann gleich mehr. Was neben den Geschenken aber auch noch wichtig ist, sind die lieben Verwandten, mit denen ihr euch gegen Mitte November schon mal austauschen könntet. Zum einen können Last-Minute-Diskussionen vermieden werden, wenn man innerhalb der Großfamilie rechtzeitig abklärt, wer mit wem wo feiert. Wie die Großtante von A nach B kommt. Was es zum Essen geben wird und wann gegessen wird. Dann können Motzereien am 24. Dezember vermieden werden. Wie die Bescherung ablaufen wird. Zum Beispiel, ihr könntet sagen, wir wollen es dieses Jahr so machen, dass zuerst Leon alle Geschenke bekommt, damit er dann schon mit dem einen oder anderen Teil spielen kann, während wir anderen in Ruhe unsere Geschenke verteilen oder auspacken können. Das ist natürlich nur eine gute Idee, wenn Leon erst 3 ist und nicht, wenn wir von einem 13-Jährigen sprechen, der nur darauf wartet, die neue Virtual Reality Brille auszupacken, um sich aus dem gesamten Weihnachtsgeschehen rauszubeamen. Wenn der kritischen Großtante dieser Ablauf nicht passt, dann hat sie immer noch 3 bis 4 Wochen Zeit, um sich bei anderen Verwandten einzuladen oder sich schon mal besser an den Gedanken zu gewöhnen, dass sie ihre Geschenke dieses Jahr nicht abwechselnd an den 3-jährigen Leon und den 11-jährigen Luke verteilt. Und ihr könnt auch im November schon mal eure Fühler ausstrecken oder sogar schon fix planen, welche Oma, welcher Opa, welche Tante, welche erwachsene Nichte die Kinder übernehmen könnte, damit ihr in Ruhe den Heiligen Abend vorbereiten könnt. Aber Anna, werdet ihr jetzt denken, wir haben schon den 22. Dezember, was soll uns das jetzt noch helfen? Nun, als ich den Podcast geplant habe, wollte ich euch eigentlich nur Tipps für den Heiligen Abend und die Feiertage geben. Aber während ich mir meine Notizen zum Podcast gemacht habe, ist mir gedämmert, dass ein entspannter Heiliger Abend schon mal damit beginnt, rechtzeitig alles beisammen zu haben. Aber keine Panik, wenn ihr, so wie ich das früher auch gemacht habe, noch einige Geschenke besorgen müsst, noch die Einkäufe für das Weihnachtsessen machen müsst, und auch betreuungsmäßig noch nicht wirklich alles in trockenen Tüchern habt. Bei den meisten Tipps, die im restlichen Podcast folgen, geht es nur noch um den Tag vor dem Heiligen Abend, den Heiligen Abend selbst und die Feiertage danach. Und die Tipps für die Wochen vor dem großen Fest könnt ihr euch ja schon mal fürs kommende Jahr notieren bzw. als PDF ausdrucken. Und nun noch der letzte Punkt für den Herbst, in dem Fall im Spätherbst. Mein Mann montiert immer schon Anfang bzw. Mitte November, je nachdem wann mal ein schöner warmer Tag ist, die Lichterketten im Garten, damit er am 30. November am letzten Drücker nicht bei minus 10 Grad mit klammen Fingern versuchen muss, die Ketten um die verschneite Hecke zu wickeln. So muss er die Lichter am 1. Dezember dann nur noch in die Steckdose stecken. Gut, dann kommen wir jetzt zur Vorweihnachtszeit. Zuerst einmal zu dem Punkt, Kinder beschenken die anderen.
Ältere Kinder, die schon selbst etwas schenken, sollten bei der Geschenkeplanung und Auswahl und auch beim Einpacken unterstützt werden. Mit 10 Jahren weiß man zwar, dass es kein Christkind gibt, aber dass man die Geschenke rechtzeitig überlegen und anfertigen oder besorgen sollte, daran denkt man in dem Alter normalerweise noch nicht. Vor allem ein Kind mit ADHS oder ADS braucht hier Unterstützung, weil die Planungsfähigkeit bei unseren kleinen Chaosmeistern viele Jahre hinter der Altersgenossen hinterherhinkt. Und mit diesen schönen Dingen und Beschenken ist ja etwas Schönes, kann die Planungsfähigkeit, vor allem für das langfristige Planen, super geschult werden. Auch jüngere Kinder sollten lernen, etwas zu schenken. Mit ihnen kann man schon mal beginnen, Christkind zu spielen. Man könnte zum Beispiel sagen, du könntest auch mal Christkind sein. Magst du der Mama möglicherweise etwas schenken? Was denkst du, worüber würde Mama sich freuen? Erstens einmal führt das die Kinder langsam ins Beschenken ein. Sie lernen, dass man nicht nur nimmt, sondern auch etwas gibt. Außerdem lernen sie darüber nachzudenken, was anderen eine Freude macht. Und Christkindspielen erleichtert auch die Erkenntnis, dass es eben kein Christkind gibt. Denn je öfter die Kinder jemandem etwas zu Weihnachten schenken, desto eher wird ihnen bewusst, hey, ich glaube, das hübsche weiße Engelding mit den schönen Flügeln gibt's gar nicht. Vielleicht besorgen ja Mama und Papa all meine Geschenke, so wie ich ihnen ja auch etwas bastle. Und nun zu unseren Geschenken als Erwachsene. Wie schon angesprochen, Ende November, Anfang Dezember ist die Zeit, zu der man die Geschenke aus der Liste, die man seit Wochen hoffentlich erstellt hat, besorgen sollte. Achtet allerdings darauf, dass ihr alles an einem Ort versteckt, an den kleinere Kinder nicht ran können. Achtet ebenfalls darauf, dass ihr, wenn ihr ein Geschenk mal schnell zwischen den Socken in einem Schrank versteckt, auch noch nach 3 Wochen wisst, dass dort noch ein Weihnachtsgeschenk liegt. Ich habe nicht erst einmal zu Ostern das eine oder andere schnell mal versteckte Weihnachtsgeschenk in einem kaum benutzten Schrank gefunden. Wichtig ist, dass auch für die Dinge, die man sehr früh kauft, noch Zeit besteht für einen Umtausch. Aber die Dinge, die fix sind und die nicht umgetauscht werden müssen, kann man ja schon mal besorgen, solange die Geschäfte noch halbwegs leer sind. Und auch wenn man online bestellt, ist es besser, das rechtzeitig zu machen. Erstens wegen der Lieferzeit und zweitens wegen eventuell der doppelten Lieferzeit sollte man merken, das Geschenk passt nicht wirklich, das muss ich umtauschen, sprich zurückschicken und eine andere Größe oder andere Farbe bestellen. Nehmt euch wirklich schon Ende November, Anfang Dezember die Zeit, eure Geschenke zu besorgen. Es hat ganz viele Vorteile, so früh mit den Geschenken zu beginnen. Erstens spart man sich logischerweise eine Menge Stress, wenn man nicht am 23. oder gar 24. Dezember durch die Shopping-Malls hetzt. Zweitens kauft man nicht irgendwelche Last-Minute-Sinnlos-Geschenke, weil man einfach keine Zeit oder keine Nerven mehr hat, nachzudenken, was man Sinnvolles kaufen könnte. Drittens kauft man nicht irgendwelche überteuerten Geschenke, weil die Schnäppchen schon weg sind oder man die günstigere Alternative nirgendwo auf die Schnelle herbekommt. Und ich sag's euch, Gutscheine sind nicht wirklich sexy. Für den Partner nicht und für die Kinder schon gar nicht. Und ganz ehrlich, irgendwann kommt ja ohnehin der Zeitpunkt, wo man die Geschenke besorgen muss. Besser einen Zeitpunkt wählen, der zu weniger Stress führt. Ja, okay, Anna, klingt alles logisch. Aber was hat das mit unseren Kindern und mit ADHS zu tun? Nun, unsere feinfühligen Sensibelchen spiegeln uns ja meistens 1:1 unseren eigenen Gemütszustand wider. Und wenn wir gestresst oder genervt sind, dann sind unangepasstes Verhalten und Explosionen vorprogrammiert. Außerdem reagieren unsere Kinder auch ohne Stress unsererseits schon empfindlich auf Veränderungen, auf andere Abläufe als die gewohnten Routinen, auf Zeitdruck, auch auf den von uns, weil sie unseren Zeitdruck und überhaupt unsere eigene Verfassung, wie gesagt, mit ihren feinen Antennen und auch unsere Stimmungen und Schwingungen radarmäßig ordnen und aufnehmen. Und sind wir uns mal ehrlich, unsere Kids würden vermutlich gar keine feinen Antennen brauchen, denn wenn wir am 24. Dezember am Vormittag noch 3 Last-Minute-Geschenke besorgen müssen,
die Weihnachtsgans knusprig kriegen sollen und im Alleingang den Baum schmücken und die Geschenke einpacken sollen, dann sind wir höchstwahrscheinlich so hysterisch und kratzbürstig, dass alles nur mehr noch aus dem Ruder laufen kann. Und gerade an Heiligabend brauchen wir das am allerwenigsten. Außerdem können wir unseren Kindern gute Vorbilder sein, wenn wir ihnen vorleben, dass man Dinge rechtzeitig erledigt, um so Stress zu vermeiden. Gerade Kinder bzw. Menschen mit ADHS und auch ADS leiden an Aufschieberitis, und zwar an massiver Aufschieberitis. Mit gutem Beispiel voranzugehen, ist das wirksamste aller Erziehungsmittel. Das heißt, wir schlagen hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens Geschenke rechtzeitig und stressfrei besorgen und zweitens den Kindern ein gutes Beispiel sein, also denen, die nicht mehr ans Christkind glauben. Hier noch ein Zusatztipp. Tragt euch diese Abläufe bzw. Eckpunkte in euren Kalender ein. Ich bin noch von der alten Schule und habe noch einen Kalender aus Papier. Da schreibe ich Ende September rein, über Weihnachtsgeschenke nachdenken. Mitte November trage ich ein, Lichterketten. Ende November Geschenke besorgen oder bestellen. Mitte Dezember Einkäufe fürs Essen am 24.12. machen. Und nachdem wir jedes Jahr das gleiche essen, nämlich Raclette, habe ich schon eine ganz fixe Einkaufsliste, die ich dann aus dem alten Kalender ausschneide und in den neuen reinklebe. So, dann kommen wir jetzt zu den 1 bis 2 Tagen direkt vor dem Heiligen Abend. Da ist es wichtig, dass ihr den großen Tag schon gut vorbereitet habt, zumindest soweit das möglich ist. Macht eure Einkäufe für das Weihnachtsessen und das Feiertagsessen wirklich bei Zeiten. Also schon 10 Tage, eine Woche davor, zumindest die unverderblichen Dinge bzw. die Produkte, die man einfrieren kann. Dann braucht ihr am 22. oder 23. Dezember nur noch die Dinge mit beschränkter Haltbarkeit besorgen. Verpackt die Geschenke schon einige Tage vor dem Heiligen Abend. Wer viel einpacken muss, sollte die Geschenke besser mal beschriften. Ich bin nicht erst einmal unterm Baum gesessen und wusste weder, für wen ein bestimmtes Päckchen war, noch was da drin war. Seit Jahren verwende ich deshalb zumindest pro Beschenkten ein jeweils anderes Geschenkspapier. Dann kann ich die Päckchen zumindest farbmäßig auseinanderhalten. Kocht, soweit das geht, am 23. Dezember vor. Kartoffelsalate, Mayonnaise-Soßen, schneidet das Fleisch, putzt das Gemüse etc., was auch immer ihr tut, dann fällt am Tag selbst schon sehr viel Arbeit weg. Verlasst euch auch nicht auf euren Mann. Sorry, wenn ich das jetzt mal so offen sage, aber viele Männer sind wirklich oft guten Willens, uns zu helfen, spielen dann aber lieber doch mit den Kids oder kommen 2 Minuten, bevor sie den Pott mit den 3 Kilo Kartoffeln schälen sollten, drauf, dass sie eigentlich noch schnell etwas besorgen müssen. Richtet euch am Vortag auch schon die Dinge zusammen, mit denen ihr den Tisch decken wollt. Tischdecke, Geschirr, Besteck, Teller, Servietten, das Raclette aus dem Keller, das man aus der hintersten Ecke hervorkramen muss, weil man es nur einmal im Jahr verwendet oder was auch immer bei euch an Festtagen auf den Tisch kommt. Und ganz wichtig, besprecht euch mit allen Familienmitgliedern, wie der Heilige Abend ablaufen wird. Erstens mit dem Partner. Damit zwischen euch beiden geregelt ist, wie der 24. Dezember über die Bühne gehen soll. Wer hat welche Aufgaben? Wer schaut auf die Kinder? Wann wird der Baum geschmückt? Wann wird gegessen? Ich erinnere nochmal an die klitzekleine Möglichkeit, dass euer Partner 3 Stunden vor Bescherung draufkommt, er hat ein Geschenk vergessen. Sprecht auch diese mögliche Stolperfalle schon am 22. oder 23. Dezember an. Und sprecht natürlich auch mit eurem Kind. Am besten 1 bis 2 Tage vor dem Heiligen Abend und dann auch nochmal am Morgen vom 24. Dezember. Warum ist das so wichtig? Nun, auch eure Kinder sollten je nach Alter den Ablauf kennen. Gerade Kinder mit ADHS oder ADS müssen wissen, was auf sie zukommt. So wie heute schon besprochen, brauchen Kinder mit ADHS oder ADS ihre fixen Abläufe. Und bei Abweichungen vom Gewohnten müssen sie vorher wissen, wie die Dinge laufen werden. Man kann zum Beispiel sagen, wir gehen am Vormittag raus oder du bist bei Oma und Opa, du spielst mit deinem Bruder im Zimmer. Damit das Kind schon weiß, wie wird der
Heiligabend am Vormittag ablaufen. Auch der Medienkonsum sollte geklärt werden. Zum Beispiel, dass so und so viele Stunden Fernsehen okay sind, dass es PlayStation und Handy aber nur eine Stunde lang gibt. Oder möglicherweise auch gar nicht, wenn ihr wisst, dass das Aufhören immer nur zu Diskussionen führt. Klärt auch, welche Sendungen geschaut werden dürfen, beziehungsweise wie Handy oder Tablet genutzt werden dürfen. Vor allem haben eure Kinder so die Chance zu sagen, dass sie dieses oder jenes gerne anders hätten. Und wenn das Wünsche sind, die wir berücksichtigen können, dann sollten wir das auch tun. Dann sollte mit den Kindern auch ausgemacht werden, was mit den Geschenken passiert, die das Christkind bringt oder die unter dem Baum liegen. Sind da vielleicht Dinge dabei, die nur mit Papa oder Mama gemeinsam benutzt werden können? Zum Beispiel eine neue Autorennbahn. Dann könnte man zum Beispiel Folgendes sagen. Wenn das Christkind etwas bringt, für das du einen Erwachsenen brauchst, dann kann es sein, dass du damit bis am nächsten Tag warten musst. Idealerweise sollte das allerdings nicht passieren und die Bescherung lieber so früh angesetzt werden, dass sich das Spiel mit dem tollen Geschenk noch ausgeht. Es kann aber auch sein, dass ihr etwas gekauft habt, mit dem der wilde Cousin, der auch immer an Heiligabend dabei ist, nicht spielen können sollte. Auch das kann man mit dem Kind vorbereiten. Ihr könntet fragen, sollte das Christkind etwas bringen, mit dem du lieber alleine spielen möchtest, dann sag das ruhig. Dann räumen wir das Geschenk bis am nächsten Tag für dich in den Schrank. Und ihr solltet am Vortag zum Heiligen Abend und am besten auch am Morgen des 24. Dezember nochmals mit euren Kindern Strategien besprechen, was sie tun können, wenn sie merken, dass sie zu ungeduldig werden. Oder dass sie sich ärgern, weil der Bruder, die Schwester das neue Spielteil angegriffen hat, ohne zu fragen. Oder wenn sie sich ärgern, weil Bruder oder Schwester ihr neues Spiel nicht teilen wollen. Oder wenn sie das Gefühl haben, das Geschwisterkind hätte mehr oder etwas Tolleres bekommen. Das ist allerdings nur notwendig, wenn ihr diese Erfahrung schon einmal oder mehrmals gemacht habt oder schon ahnt, dass es diesmal so weit kommen könnte. Unsere von ADHS betroffenen Kinder fühlen sich ja immer sehr schnell ungerecht behandelt. Das hat viel mit dem Selbstwert zu tun. Sie setzen dann den Wert des Geschenkes mit ihrem eigenen Wert gleich und wenn das Geschenk dann weniger toll als das des Bruders erscheint, fühlen sie sich zutiefst gekränkt. Besser also vorher schon diese möglichen Situationen durchsprechen und den Kindern Mittel und Wege an die Hand geben, wie sie in diesen Situationen dann zurechtkommen können. So, nun kommen wir zur Feier selbst. Je nach Alter sollte zuerst gegessen oder zuerst ausgepackt werden. Je jünger das Kind ist, desto weniger kann ihm zugemutet werden, ruhig bei Tisch sitzen zu bleiben, wenn es womöglich die ganze Zeit den Weihnachtsbaum und all die Päckchen sieht. Keine Angst, glaubt mir, die Kinder verhungern nicht. Wenn eure Kinder Medikamente nehmen, sollten besser noch während der Wirkung dieser Medikamente die Geschenke ausgepackt werden. Denn bei diesem Teil der Festlichkeiten ist die Unterstützung durch Medikamente wichtiger als beim Essen. Fürs Essen gibt es ja übers Jahr eingeübte Strukturen, für die Bescherung aber nicht. Und die Geschenkeverteilung ist mit sehr viel Impulsivität und Aufregung verbunden. Da ist es besser, wenn die unterstützende Wirkung der Medikamente noch vorhanden ist. Versucht die Geschenkeverteilung vom Zeitrahmen her so zu gestalten, wie es für euer betroffenes Kind und den Rest der Familie am besten passt. Was meine ich damit? Nun, einerseits solltet ihr das Kind, soweit es geht, einbremsen, wenn es nur gierig ein Paket nach dem anderen aufreißen möchte. Andererseits sollte man das Kind nicht antreiben, weil es zu lange bei einem Geschenk rumschaut oder schon mal ausprobieren möchte und man selbst schon ungeduldig wird und es dann doch antreibt, dass es schon endlich in das nächste Päckchen schauen soll. Manche wollen aber das neue Spielzeug gleich mal ausprobieren und ein bisschen länger inspizieren. Hier müssen wir als Eltern einen goldenen Mittelweg finden zwischen nur noch mit dem dritten Geschenk spielen und die anderen 7 unausgepackt lassen und innerhalb von 2 Minuten alle 10 Pakete aufgerissen haben. Bitte nehmt die Zahl nicht wortwörtlich, wie viele Geschenke ein Kind bekommt, ist klarerweise von Kind zu Kind unterschiedlich. Bei bzw. nach der Bescherung solltet ihr mit eurem Kind auch Folgendes besprechen. Mit wem muss das Spielzeug bzw. ein Geschenk geteilt werden?
Ist das teure Geschenk hier nur gekauft worden, damit der Bruder auch mal ein wenig damit spielen kann? Gehört es also sozusagen auch ein wenig dem Bruder? Ich kann euch nur gleich sagen, das ist eine sehr ungünstige Konstellation, aber solche Dinge lassen sich oft aus finanziellen Gründen nicht vermeiden. Noch ein Wort zu Regeln und Strukturen. Besteht an einem Tag wie Weihnachten, vor allem dann am Abend, nicht zu sehr auf den üblichen Ritualen und Regeln. Das Kind ist an dem Tag sowieso überfordert. Von den Strukturen und Regeln mal abzuweichen, bedeutet ja noch lange nicht, dass es ab nun so weitergeht. Unsere Kinder wissen bzw. spüren, dass an dem Tag Ausnahmezustand ist. Und es ist klar, dass es im normalen Alltag dann so weitergeht wie gewohnt und täglich eingeübt. Das heißt, am heiligen Abend die Zähne mal nicht zu putzen oder länger aufzubleiben oder mit der Unterwäsche statt mit dem Schlafanzug ins Bett zu gehen, ist wirklich kein Drama. Aber am nächsten Tag sollte dann wieder alles anders sein. Und sollte am ersten und zweiten Weihnachtstag dann noch mit den anderen Teilen der Familie gefeiert werden, dann ist spätestens am 27. Dezember wieder alles zurück bei den alten Routinen. Bleiben abschließend noch ein paar Worte zu den Vorbereitungen auf den 25. und 26. Dezember auf die beiden Weihnachtsfeiertage. Wenn ihr schon die Erfahrung gemacht habt, dass manche Verwandte, also vor allem die Kinder, fremdes Eigentum möglicherweise nicht respektieren, dann fragt euer Kind: Willst du dein Lieblingsspielzeug bzw. die neuen Sachen lieber wegräumen, wenn morgen dein Cousin kommt? Auch auf die erwachsenen Verwandten sollten eure Kinder vorbereitet werden. Ihr könntet zum Beispiel sagen: Morgen kommt Oma, Onkel Rudi, Tante Berta. Du weißt ja, dass sie ein wenig anders ist, also strenger als Papa und ich. Tante Berta sieht eben die Dinge immer noch so, wie sie waren, als sie noch ein Kind war. Und das ist schon sehr lange her. Und da war noch vieles anders. Wenn Tante Berta also XY tut oder sagt, versuch dich daran zu erinnern, dass ihr manches, wie wir es heute tun, komisch vorkommt. Und wenn du dich dann mit irgendetwas nicht wohlfühlst oder nicht weißt, was du sagen oder tun sollst, dann machen wir uns ein Zeichen aus und ich helfe dir. Du kannst dich zum Beispiel am Ohrläppchen kratzen und dann weiß ich, dass ich etwas sagen sollte oder für dich hier ein wenig übernehmen sollte. Okay? Und wenn ich nicht sehe, dass du mich brauchst, dann entschuldigst du dich von Tante Bertha mit den Worten: Einen kurzen Moment bitte, ich muss mal ganz schnell zur Mama. Dann kommst du zu mir. Keine Angst, du brauchst gar nichts sagen, ich weiß dann schon Bescheid und übernehme. Euer Kind wird froh sein, dass ihr A wisst, dass Tante Bertha immer wieder etwas sagt, das Junior aus der Spur wirft, dass ihr B das nicht immer gut heißt und dass ihr C euer Kind dann durchaus unterstützen werdet. Schon alleine das nimmt unheimlich viel Spannung für eure Kinder raus. Und nein, das ist kein Freibrief zum Unfug treiben. Im Gegenteil, euer Kind hat dann viel weniger Anlass, Blödsinn zu machen, der oft nur eine Kompensation für Unsicherheit ist. Oder dazu dient, Situationen heraufzubeschwören, wo euch euer Kind in diesen Zugzwang bringt. Jetzt musst du dich aber entscheiden, Mama, und zwar zwischen mir und Tante Bertha. Wenn das schon vorher geklärt ist, gibt es diesen Anlass nicht mehr. Zum Abschluss: Was sagt ihr den lieben Verwandten, die euch wieder mal erklären wollen, ihr hättet euer Kind nicht im Griff oder ADHS gibt es gar nicht? Nun, da gibt es so viel, das man erwidern kann und so viele Möglichkeiten, sich vor solchen Bemerkungen in Zukunft zu schützen, dass wir dafür eine eigene Episode brauchen. Das heißt, dazu wird bald ein Podcast erscheinen. Nächste Woche geht es im Übrigen mit einem Thema weiter, das sich wieder am Kalender orientiert, und das ist Silvester. Was tun, wenn Junior nicht einsieht, er darf die Silvesterknaller noch nicht anzünden, weil er noch zu jung ist? Oder wenn sich die Kids an die ausgemachten Regeln an Silvester nicht halten? Mehr dazu am Mittwoch, den 30.12., also einen Tag früher als an unserem üblichen Podcast Donnerstag. Bis dahin, habt ein wunderschönes Fest und vergesst nicht, die schönsten Sterne hängen nicht am Baum. Sie sitzen direkt vor euch. Egal, ob mit riesigen Kinderaugen, die versuchen, einen Blick vom Christkind zu erhaschen, oder ob mit nach außen hin gelangweiltem Teenagerblick, obwohl in dem halb erwachsenen Körper immer noch eine Kinderseele schlummert, die das ganze Feiern eigentlich noch recht spannend findet
und vor allem, die euch immer noch ganz dringend als der Fels in der Brandung braucht.